Schauen wir mal. Also, hier ist das. Da, ach, da ist es ja sowieso. Ist auf der Karte, das Fragezeichen. Ist ja sowieso da, schau. Ne, Wegpunkt kann ich nicht setzen, habe ich probiert. Ich kann nichts machen. Es geht nur ausblenden. Da ist es doch, schau. Jetzt kann ich es setzen. Aber ist okay, schau mal, wenn man es gefunden hat, kann man direkt dahin fahren. Genau, hier war ja so ein Weg. So, mal da so hinfahren, wenn es jetzt richtig sieht. Jawohl. Du hast dein Ziel erreicht. Jawohl, schau mal an. Pock. Pock. Auf einmal sieht es ganz anders aus hier. Was haben wir denn Schönes hier? Huch. GMC, Jimmy, muy bien. Ich meine, Theo Oscar sagte, seiner war ein Chevy Blazer, aber auch nur, weil er fand, dass es besser klingt. Ich rufe den Abschlepper. Ah ja. Okay. Ich rufe an, wenn er fertig ist. Bis dann. Jo, bis dann. Sollen wir den direkt daneben auch holen, oder was? Wenn wir schon da sind? So, haben wir einen Lauf, sagt sie? Guck mal. Gelegenheit enden. Aber ich muss sagen, die Drohne ist schon komisch zu steuern. Keine Ahnung, das ist echt seltsam. Ich habe mich schon schwer getan. What? Yahoo! Gönn dir. Ich gehe jetzt mit den Hunden raus und dann pennen. Wünsche dir nur das Beste und Gottes Segen. Nach einem Down kommt immer ein Hoch. Vielen, vielen herzlichen Dank, Demos. Hau dir einfach noch 1000 Würste raus. Spinnst du jetzt? Krass. Vielen, vielen herzlichen Dank für den Ultra-Support hier heute Nacht. Dankeschön. Lass dich nochmal drücken oder quetschen, wie du möchtest. Dankeschön. Ich probier's. Es ist halt nicht so einfach nach so vielen Jahren nur mehr oder weniger im Bett liegen und Schmerzen 24/7 zu haben. Ist halt nur noch Down, Down, Down. Aber danke dir, ich habe ja gesagt, ja erzählt, du hast es auch geschafft, also vielleicht schaffe ich es auch und wenn nicht, hey, dann im nächsten Leben, scheißegal, was soll's, passiert. Wenn das Schicksal es so vorgesehen hat, dann gucken wir mal. Danke dir einfach für 1000. Dankeschön. Ehre. Ultra Support hier. Danke dir. Ich probier's. Ist halt echt nicht einfach. Ist schon 4,5 Jahre her und immer noch im Dreck und ich komm halt nicht weiter. Und das Schlimmste ist, die Ärzte kümmern sich um Scheißdreck. Die nehmen sich für dich 10 Sekunden Zeit und dann tun sie dich irgendwie bewerten, weil sie gar keinen Bock haben, sich um dich zu kümmern. Halbes, dreiviertel Jahr auf einen Termin. Eine Stunde im Wartezimmer. Nehmen sich für dich 30 Sekunden Zeit und dann kann sie dir nicht helfen, weil sie einfach. Nach 30 Sekunden kannst du nichts bewerten. Ich habe immer so eine kleine History dabei, wo mal drin steht, was mit mir schon passiert ist, was schon gemacht worden ist. Da müssen sie es kurz anschauen. Sage ich ja schon, hey, haben Sie vielleicht noch eine Idee? Können Sie mir da vielleicht helfen? Ich habe das und das schon mitgemacht. Und dann nach ein paar Sekunden sagen die schon irgendwas. Die letzte war ganz wild. Die Neurologin hat mich nach 20 Sekunden gesagt, das liegt am Alkohol, den ich trinke. Und ich bin Alkoholiker und hat das dann in einen Bericht geschrieben. Da musste ich es meinem Main-Arzt zeigen und dem Amt zeigen. Imagine, nach 20 Sekunden hat er überhaupt gar nichts geschaut. Meine ganze Akte gar nicht sich angeschaut. Einfach gesagt, ich bin Säufer. Ich rauche nicht, ich saufe nicht, ich nehme keine Drogen, nichts. Aber die hat einfach gesagt, mich abgestempelt, hat sie keinen Bock gehabt, irgendwas zu machen. Und dann einfach mich weggeschickt. Geh wieder. Ganz wild. Ja, bei mir ist halt so, ich habe halt seit über 4 Jahren 24/7 ultra starke Schmerzen, Schmerzpegel zwischen 6 und 10 von 10, je nachdem, was ich mache. Ich kann mit den Füßen nicht gehen, ich habe da Muskelfaserrisse, schwere chronische Entzündung und nur mit Ultraschmerzen lässt sich halt überhaupt irgendwie was machen. Deswegen muss ich auch im Bett liegen, switch von Bett zu Tisch, mal mehr, mal weniger. Und stehen ist halt ultraschmerzvoll, das geht einigermaßen mit Krücken, mit irgendwelchen besonderen Schuhen und so weiter. Sitzen ist halt auch nicht so geil, liegen ist halt das Einzige, wo okay ist einigermaßen, aber selbst dann tun die Füße sich anfühlen wie dauerhaftes Stechen und Krämpfen mit, so wie Stechen und Krämpfen und Muskelkater in einem.
Ja, und das halt 24/7. Aber danke dir, Delmos, sehr, sehr geil. Danke für den Support. 0,01% weniger Kopfschmerzen für Real Life, denn jeder Cent hilft halt, um irgendwie um die Runden zu kommen. Ganz knapp. Was ist denn hier eigentlich? Wieso geht das nicht weiter hier? Da. Okay. Dankeschön. Ich wollte jetzt hier nicht zu viel rum erzählen, deswegen, aber wenn man mich fragt und wenn man irgendwas sagt, dann erzähle ich einfach. Ich rede ja offen mit euch darüber, was ich mache, wie es mir geht, wie es mir vom Kopf geht, wie es mir vom Körper geht, wie es mir im Leben so geht, ob es gut oder schlecht oder finanziell, was auch immer. Ich rede halt mit euch. Mehr oder weniger seid ihr meine Therapeuten. Kapi. Neos Mind, was geht? Was geht, falls ich es nicht schon gesagt habe? So, wir wollen jetzt hier noch so einen Scheunenfund machen hier. Ich habe mal ein bisschen andere Musik angemacht, denn irgendwie beendet das Spiel die Musik. Aber wieso sehe ich jetzt keine Map? Warte, ich habe Fotomodus, gell? Ich habe nicht Dings da, deswegen war das gerade ganz so gut. Ja, also ich versuche, natürlich habe ich viel Herz, klar. Ich wünsche auch jedem immer nur das Beste. Ich wünsche auch niemand das, was ich habe, dass ich jemand haben soll. Selbst meinem ärgsten Feind nicht, wenn ich so einen hätte. Also niemand würde ich das wünschen. Niemand. Never. 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 Immer nur jedem das Beste. Ich gönne jedem alles, auch wenn die ganze Welt ultrareich wäre, super Milliarden Geld jeder hätte. Ich bräuchte nichts. Mir wäre es einfach nur wichtig, einfach nur, dass wir hier gemeinsam Zeit verbringen und Spaß haben. Denn Zeit ist das wichtigste Gut für uns Menschen. Zeit ist nicht unendlich, sondern sie ist begrenzt. Deswegen müssen wir die schöne Zeit gemeinsam unseren Spaß haben. Ganz einfach. Da mir ist eigentlich Geld, Gold, Coins, alles wurscht. Es geht mir nur darum, dass wenn ich mir was wünschen würde, wäre es vielleicht eine Minute in meinem Leben schmerzfrei noch. Und dann für mich, das kann mich der Sensenmann holen. Kann mich auch jetzt schon holen, mir scheißegal. Wenn er mich heute holt, ist okay. Wenn er mich morgen holt, ist genauso okay. Scheißegal. Aber eine Minute schmerzfrei wäre schon geil. Einfach so. Einfach so. Einfach so. Und wenn es nicht so ist, dann halt nicht. Dann halt im nächsten Leben. Alles halb so wild. Dankeschön, Nios. Ja, Migräne kenne ich auch. So beschissenes Stechen in den Augen. Die Schläfen tun weh. Du kannst nicht immer blinzeln. Anders wild. Und der wird übel. So. Okay. Aber jetzt suchen wir eine Scheune. Ja. Gesundheit ist echt hier das Kostbarste, was man halt. Ist halt auch unbezahlbar, ne? Ist unbezahlbar. Obwohl es gibt gewisse Therapien, die man in Angriff nehmen könnte, auch was meine Sache angeht. Aber die sind ja unbezahlbar. Also das kannst du nicht leisten. Ich sage immer, wenn ich ein bisschen mehr Kohle hätte, hätte ich noch viel, viel mehr Sachen probiert. Aber das kannst du nicht. Das ist ja zu teuer, sowas. Das Gute ist, wenn ich jetzt eine Scheune gefunden habe, tut er auf der Map so einen Scheunenfund machen. Dann ist das Lilane weg. Dann ist das Lilane einfach weg. Aber das sind hier, was sind hier, Gewächshäuser oder was? Okay, hier ist anscheinend so. Hier sind so Gewächshäuser. Ich glaube nicht, dass es so nah an dem ist, wenn dann. Ist aber eigentlich schon ein übersichtlicheres Gebiet als das andere. Also überschaubarer, oder? Ne? Führt da eigentlich. Es führt nicht immer eine Straße hin, oder? Dann. Remos, nochmal danke und gönn dir mit deinem Hund Gasse gehen. Oder geht er mit dir Gasse, je nachdem. Vielleicht musst du auch aufs Klo, Cover. Also. Ja, immer so ein Trampelfahrt, so ein bisschen, okay. Dann ist das ja so eine Art Indiz, was man nachgehen könnte. Hier ist auch ein Trampelfahrt, ein kleiner. Aber das ist ja ein Gehweg, ne?
Ich glaube, das ist ja auch so gedacht. Du tust dann die Scheune abstellen, tust im Auto hinfahren. Also das ist ja auch eigentlich so gedacht. Du musst ja da irgendwie einen Weg haben, theoretisch. Falls du nicht mit der Zeit zugewachsen ist oder zugeschneit oder gebaut oder was auch immer. Hier ist ja noch mehr. Schau mal, die Häuser hier. Guck mal an. Ist ja noch mehr hier. Schau mal, können die voll bespannen hier. Krass. Das macht man doch nicht hier. Schnell weg hier. Ich lasse sie anfangen zu schießen hier. Imagine, schießen wir auf uns. Kate, du bist immer noch da. Was ist denn los? Ach, du wolltest pennen hier. Was guckst du? Fast alle. Zwei hatte ich die... Dann total verstehen. Echt? Zwischen den Bäumen. Ja, und jetzt? Jetzt bist du wieder hier. Kein gutes Zeichen, sage ich dir. Ja, ein Pennfund sowieso sehr, sehr schwer. Muss aber auch bald probieren. Machen wir noch diesen Scheunfund. Und dann werde ich mich langsam bettfein machen und dann auch mich da ein bisschen hinlegen. Bin ja schon wieder lange dabei, seit 12 Uhr mittags, glaube ich. Wie lang ist denn das schon? Ich bin zwar viel im Bett gelegen, aber man ist trotzdem wach. Und ich war schon müde um 18 Uhr und wollte schon pennen. Da meine Augen seit der letzten Impfung einfach nur drehen die ganze Zeit und gar nicht mehr aufhören. Anders wild. Kann es auch nicht hier versteckt sein irgendwo? Das heißt, ich muss hier wieder reinfliegen. Ganz viele Gewächshäuser hier. Und ganz, ganz viele normale Häuser. Fuck. Immer Lurke am Sammeln. Frech. Ah ja, hast du alle. Freut mich. Das ist schön, GZ. Aber schau mal an, wo ich hier mal rumfliege. Es sind immer so Gewächshäuser, die ganze Zeit hier am Rand. Also. In einem ganzen Bereich, alles so Gewächshäuser oder mehrere und ist da... Ist da irgendwie so eine Anbindung dahin? Ja, zu der Scheune? Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es nicht, gell? Das wäre wild, wenn es ganz hier am Rand wäre. Nee, glaube ich nicht. Auch hier nicht. Aber schau mal, hier ist mal so ein Trampelpfad. Da kann man hier mal folgen. Aber es geht generell ins Gebiet einfach rein hier. Glaube ich, zu weit draußen. Das ist doch eigentlich ganz schönes Gebiet. So, hä? Die Frage ist halt, auf welcher Seite ist denn das? Die eigenen Klassen? Ach du Scheiße. Okay. Mal gucken. Ich habe momentan aber so viele Games, die halt rausgekommen sind, aber ich notiere mir das mal, warte. Notiere mir das mal, dass du es geschrieben hast. Und ich habe auch schon allein gefunden, was ich super geil finde. Als Ersatz, sage ich jetzt mal. Okay, habe ich notiert. Heute um 6:39 Uhr schreibt Dramos-CH, falls du Bock hast, da gucken. Okay. Dankeschön. Dankeschön.
Momentan ist es ja echt überlaufen mit Games. Ich habe mich ja nie an irgendwie was dran getraut, nach 16 Jahren WoW halt. Also durch 16 Jahre WoW, aber... Wird ja langsam Zeit, um noch mehr zu machen, um die Augen aufzumachen. Hier ist halt nichts, hier sind nur Felder, hier kann doch gar nicht sein, hier ist doch kein Häuschen. Hä? Hier war ich ja vorhin schon mit den Blumen. Das Geräusch ist irgendwie sehr, sehr wild. Ich denke immer, dass mich Moskitos angreifen. Hier war ich auch schon vorher. Hier war ich auch schon. Genau. Habe ich auch hier. Da manchmal stehen da welche, genau. Mhm. Dann bin ich da hingefahren. Aber um die Zeit ist schwierig. Es war gestern Abend um 19, 20 Uhr, dann ging es halt einigermaßen. Also hier fangen wieder die Dinge an. Wir müssen da gar nicht hin, oder? Hier fangen wieder die Dinge an, die Gewächshäuser. Man sieht halt hier so viel und dann doch nichts. Irgendwie. Ich dachte, da wäre ein Dach irgendwie so. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu? I have you now. GG, jawoll! Ulol, und direkt neben uns, guck mal an. Schau mal. Einfach ein Meter. Einfach Meter. Hä, das sieht man aber hier überhaupt nicht, warte mal. Guck mal an. Das ist halt, es ist halt null zu sehen. Das ist frech. Also, das ist frech, Chat. Das kann man sich nicht vorstellen. Jetzt sind auch andere da, das habe ich gesehen, ja, aber wie heftig. Krass. Also, das kannst du dir nicht vorstellen. Was machen die für Sachen? Okay, das ist okay, ein okay. 7 Liter Hemi-Motor mit 425 PS. Und die Überreste eines Dodge Dart. Bringen wir ihn zurück in die Werkstatt. Oh. Ayúdame. Okay. Nice. Pock. Ich bringe ihn wieder zum Laufen. Wart's nur ab. Denke ich mir. Bist der Profi. 5 von 14? Echt? Ach, krass. Aber ich weiß nicht, ob ich so kreativ bin, du. Ob ich solche Klassen und Talentbäume überhaupt selber schaffen kann oder möchte. Weißt du? Also noch eine Menge hier. Aber Chat, ich würde an der Stelle mal hier eine Pause machen. Wir zocken das, glaube ich, seit 17 Uhr oder so. Und, ich meine, ich mache weiter. Wenn ihr gesehen habt, was im Stream-Titel steht oder was hier steht, der Stream ist immer on. Ist immer on. Ich mache mich gleich Bett fertig. Also wenn ihr vorbeischauen wollt, ist jeden Tag hier Action und Programm, aus, wenn ich ein bisschen im Bett liege und versuche zu pennen. Was auch nicht immer lang ist und auch nicht viel und oft passiert. Aber ja. Was gibt es hier so zu sehen? Wir haben, ja, Forza Horizon sehen wir halt hier, jetzt, da sehen wir, Samstagabend zwischen 18 und 19 Uhr bis 23, 24 Uhr machen wir ein WoW-Raid, davor vielleicht ein bisschen Alien, danach dann wieder Forza, am Sonntag ist halt, YOLO, können wir machen, was wir wollen, Sonntag bis Mittwoch haben wir alles, können wir machen, was wir wollen, haben wir keine festen Termine.
aus der Real-Life-Stuff noch ein paar Sachen. Ich muss immer mal ab und zu kurz weg und ein paar Sachen erledigen. Auch manchmal AFK gehen, den Haushalt hier versuchen zu schmeißen und ein paar Sachen rumzuräumen. Ja. Aber sonst bin ich halt permanent da. Falls ich länger rausgehe, nehme ich euch mit. Und falls ich duschen gehe, nehme ich euch auch mit. Nur per Sound. Falls ich in die Küche gehe, seid ihr auch dabei. Also einfach mit verschiedenen Kameras 24/7 komische Sachen und Dinge machen hier. Ja. Viel Gequatsche, viel, meistens eigentlich gezocke, 90% eigenen Content, manchmal schauen wir ein, zwei YouTube-Videos und informieren uns, was mit der Welt so passiert ist. Aber ansonsten, ja, es wird immer Action hier am Start. Mal mehr, mal weniger. Man kann ja auch nicht 24/7 hier Vollgas geben. So, muss ich mal kurz hier. Das heißt, wir sind schon 45 Tage, 21 Stunden, 50 Minuten am Start hier. Mach ich einfach aus, oder was jetzt hier? So. Achso, einfach hier weitermachen. Ach, das ist dieses Ding da. Das Continue Play da. Ist auch noch hier weiter, oder was? Einfach so. Lol. Echt jetzt? Das ist ja geil. Das ist ja nice. So ist halt irgendwie scheiße zu fahren, aber so sieht er mich zumindest das Ding. Hätte vielleicht doch meine Hände gerade waschen. Ich habe ein bisschen Schoko gebraucht jetzt. Will ich das nicht so schmutzig machen hier. Lol, ich gehe einfach hier rein. Das geht los oder was? Das ist ja Ultra. Das ist ja Ultra hier. Nur noch Konsole zocken, beste. So. Wie schalten wir jetzt das eine Haus frei da? Wie schalten wir jetzt das Haus frei? Müssen wir das Story machen hier? Kannst du nicht ausdenken hier. Imagine an einem Auto den Story spielen. Hallo, Amiga. Triff mich in der Werkstatt. Hey, ich habe an dem Bocho gearbeitet und mehr über Papa Fernando erfahren. Komm vorbei, dann zeige ich dir, was ich meine. In 100 Metern links abbiegen. Aber das ist ja... Ich bin grad voll geflasht gerade. Ich habe am PC hab ewig gebraucht, bis das Spiel startet. Hier tue ich einfach die Xbox ausschalten, schalte es an und geht weiter. Weißt du, dieses Continue Player, so wie das Resume oder was weiß ich, was das, wie das heißt. Was? Voll geil. Das hat die PlayStation aber nicht. Einfach krass. 400 Meter links abbiegen. Wieder so mal ein bisschen Sofa Spaß. Links abbiegen. Ich lasse aber jetzt die Cam da. Scheiß auf die Minimap. Alles halb so wild. Sie wird alles verschieben. Dann sieht sie halt nicht alles, nicht so schlimm. Rechts abbiegen. Wow, da kann man einfach so reingehen, lol. Einfach begeistert gerade. Rechts abbiegen. Cool. Dieses Resume Play hier. Feier ich. Schönes Feature. So, dann haben wir wieder du Story. Let's go. Geil, Mann.
So, was haben wir denn hier? Hola. Oh, jetzt haben wir 2000 Drops. Was meinst du dazu? Sehr schön. Wo ist der Boccio? Ich lasse mir Zeit damit. Keine Sorge, Superstar. Manchmal ist ein Serienwagen gar nicht so schlecht. Ja, bis jetzt waren die eh gut hier, die Serienwagen. Hat man nichts ändern. Möge der bessere Mechaniker gewinnen. Oh, so ist das also. Na dann. Ich meine, ich muss sagen, natürlich war es super geil mit Lenkrad. Aber es ist okay so, komm. Ich muss mir das ein bisschen gut reden, dass ich, dass es so schlimm ist. Ist es auch nicht jetzt. Ich habe überlegt, wenn ich mit Controller spiele, dass ich die andere Kamera machen soll und näher an den Controller ranzoomen. Aber dann kann ich mich ja noch weniger bewegen. So habe ich zumindest die Möglichkeit, ein bisschen mich zu bewegen. Und irgendwie ist es so nah, so geil irgendwie. Fernseher ist ziemlich weit weg. Warte, ein bisschen höher das Mikrofon. Let's go. Hey, yo, Hiroka, moin, na? Was geht? Gut. Heute viel erlebt, sage ich Ihnen. Eine Menge. Vorhin mal probiert, mit Lenker zu fahren. Kurzzeitig gemacht. Aber nicht hier. Sondern, ich habe meinen Lenker angesteckt. Und bin zwei der Runden Formel 1 gefahren. Mit Lenkrad und Pedal. Musste aber aufhören, zu starke Schmerzen. Hatte Puls zeitweise von 125 bis 130. Mit zu starke Schmerzen. Der Raid endete mit einem endete nicht so gut. Bissig aufgeregt habe ich mich. Ruf an! Bisschen aufgeregt habe ich mich. Wie eins. Natürlich erneut versuchen. Hä? Eins? Echt jetzt? Ist so harmlos gefahren hier, oder was? Möge der bessere Mechaniker gewinnen. Auf jeden Fall habe ich mein Lenkrad angeschlossen und meine Pedalen. Und bin ein paar Runden gefahren, ich glaube so 10 Minuten. Und es war schon ultra geil, also hat schon eine Menge Spaß gemacht. Nur ging es halt nicht lang. Aber egal, hat gepasst. Hab da ein bisschen probiert, hab rumgefummelt und als ich dann aufgestanden bin, hatte ich halt ultra starke Krämpfe auch. Und jedes Mal Gas geben und bremsen, Schmerzen. Was soll das? Das habe ich gar nicht gehört vorher. Eine anspruchsvolle Strecke, kurvenreiche Stadt. Der nächste Kontrollpunkt liegt aber außerhalb. Du machst es mir nicht leicht. Gut! Und jetzt versuche ich mir so ein bisschen einzurichten, dass es nicht so schlimm ist, dass ich auch hier fahren kann. Mit Spaß. Aber es passt. Okay, ich wollte da nicht bremsen, aber anscheinend muss ich bremsen. Sie sagt, es gibt eine Abkürzung, fahren geradeaus. War das? Hätte ich da einfach geradeaus fahren können? Das war das eben, oder was? Was sie gesagt hat? Also nicht das, was auf der Strecke steht. Auf der Minimap. Also das Spiel finde ich super geil. Vor allem mit dem Lenkrad fand ich es auch toll, nur ich konnte halt nicht lang. Nee.
Lol. Gut gemacht. Ich lass dich mal wieder in die Werkstatt. Ruf an. Was hast du so getrieben? Ja, ich bin ein riesen Motorsport-Fan eigentlich. 1,34. Okay, 30 Sekunden schnell, das geht ja nur mit der Abkürzung, oder? Hola, mi amiga. Ab in die Werkstatt. Hey, rate mal, wer den Bocho zum Laufen gekriegt hat, so wie 1963. Er wäre gut für Rallye-Fahrten geeignet. Das könnten wir hier machen. Wenn dir Rallycross lieber ist und du dein Gymkhana-Können zeigen willst, wäre das hier möglich. Gerade gut gemützelt. Da bin ich mir nicht sicher, was das heißt. Muss ich ehrlich sagen. Geschlafen? Mütze? Geschlafen? Ah ja, hast du schon geschrieben. Willst du den Bocho auf einer Rallye-Strecke testen? Okay, okay. Stufe 35, geil. Hast du... Hey! Geil! Hast du eigentlich nochmal Battlefield heute probiert nach dem gestrigen Erlebnis? Ach, du probierst es gerade. Okay. Ich werde es auch noch testen. Ich weiß noch nicht genau wann. Ich bin eigentlich erst jetzt ins Game wieder rein. Seit 10 Minuten bin ich hier drin, wenn überhaupt. Bis jetzt halt nichts gemacht, also doch. Ich war die ganze Zeit in Just Chatting, dann habe ich mit Hamter, der hat ein bisschen Gran Turismo gespielt, dann habe ich diesen Discord gezeigt. Ich habe währenddessen mal Lenkrad aufgebaut, abgebaut. Ein bisschen Formel 1 da gespielt, getestet. Dann noch eine Kleinigkeit gegessen, also nichts gezockt bis jetzt eigentlich. Videos geschaut. Und es gab noch einen netten Besuch von netten Leuten hier, die mich beleidigt haben. Weiß ja nicht, wie viel du von Raid mitbekommen hast. Da gab es Riesenheulerei wegen einem Item und das ging halt quasi jetzt weiter. Da wurde der ganze Discord wurde beleidigt, der ganze Stream wurde beleidigt, immer wieder. Und da wurde ich jetzt nochmal persönlich angegriffen und beleidigt. Wegen einem Item. Aber das hat mehr als das Klischee erfüllt, würde ich sagen. Da, ich kann gar nicht okay drücken da oben. Also X ist okay, okay, lol. Ich habe halt A gedrückt, X ist aber der PlayStation. Das war halt echt, das war echt wild heute, sage ich dir. Also, das hat ja irgendwann aufgehört, aber ging ja dann vorher weiter vor einer Stunde. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Dass er dann sogar Kollegen und Freunde in den Chat geschickt hat, die mich auch noch beleidigt haben. Wegen einem Item. Muss man mal vorstellen, wie nett sowas ist, ne? Nett sowas ist. Míralo. Meine Abuelita Rosa erzählte mir vom ersten Mal, als Papa Fernando einen VW Käfer sah. Das war 1954, als sie für die Carrera Panamericana in Mexiko eingeführt wurden.
Sieht toll aus. Darf ich? Na klar, ich habe eine schöne Rallye-Strecke für dich markiert. Ich fahre mit. Was passiert? Leicht links in leicht links. Ach geil. Rallye hier. Richtige Lautstärke okay? Das Spiel doch, müsste okay sein, oder nicht? Leicht rechts, dann leicht links. Geil. Leicht rechts, nicht schneiden, Übersprung. Cool. Leicht rechts, dann Übersprung. Leicht rechts, dann scharf links. Okay. Richtig geiler Käfer hier. Fährt sich auch cool. Sie fahren jetzt hier Rally oder was? Voll geil. Mein Blader. Dann Wasser, dann scharf rechts, anderer Untergrund. Wow. Ich hätte ein bisschen Handbremse nutzen, hatte aber Angst und hab nicht realisiert, dass es da so krass geht. Sie hat doch Urban Right sagen können. Haarnadel rechts. War fast eine Haarnadel nach rechts. Frech. Ist aber echt ein cooler Käfer. Ist das eine Rallye-Version aufgemotzt oder was? War echt cool. Leicht links, dann leicht rechts, nicht schneiden. Sieht sehr geil aus. Anderer Untergrund in leicht links. Was ich auch geil finde, die Spiegel, ne? Ich meine, ich fahre halt fast nur in dem Cockpit Sicht und ich finde schon cool hier. So, das Cockpit und auch die Spiegel und so, schon geil. Ja, deswegen, normal geht ein Käfer nicht so heftig ab. Das ist ja richtiges, fast so ein richtiges WRC-Auto hier. So ein halbes WRC-1-Auto hier. Komm bitte nicht nur ein Stern. Kannst zwei. Du dir vorstellen, damit in den 50ern 3000 Kilometer quer durch Mexiko zu fahren? Ja klar. Papa Fernando meinte, das wäre der Beweis, dass der Bocho alles kann. Klingt nach einem tollen Kerl. Hätte ihn gern kennengelernt. Ja, okay. Ja, okay. Zwei bin ich erstmal zufrieden für den Anfang. Hola, amiga. Ab in die Werkstatt. Hey, ich hätte gern die Story weitergespielt, damit ich dieses eine Haus da kriege, dass ich mich hin und her porten kann. Die kaum zu glauben sind. Tio Oscar meinte, dass Papa Fernando eine Weile für ein Rallye-Team gefahren ist. Er trat in der Baja an, vielleicht sogar in Dakar. Wir könnten eins seiner Rennen nachstellen. Und Tia Sofia meinte, dass er mit seinem Wocho ins Dach einer Schule gesprungen sein soll. Seine Sprünge könnten wir doch auch nachstellen. Die Schule lassen wir aber besser weg. Deine Entscheidung. Ich kümmere mich um den Aufbau. Lol. Ich sage euch, voll das Story-Game, ey. Ganz wild hier. Voll das Story-Game. Hammer. So, wo sind wir denn eigentlich jetzt wieder? Ach, hier sind wir. Was ist denn das nächste? Ein Stern, ein Stern. Ah, das ist halt... Hä, wieso? Da haben wir doch zwei Sterne geschafft, oder? Oder bist du nur mit Einstein auf der Map? Frech. Boah, das ist weit. Von hier aus sind wir pünktlich zum Sonnenuntergang am El Arco. Glaubt man der Geschichte. Gestern die ganze Zeit hier diese Apex-Rennen gefahren. Und am Schluss ein bisschen Story gemacht und dann vorhin Scheunenfunde geholt. Jetzt halt versuche ich die Story weiter zu zocken hier. Den Käfer kriegt man doch bestimmt früher oder später. Der ist echt geil. Also spielt sich schon besser, wenn ich hier sitze als im Bett. Thank you.
Also immerhin läuft's. Immerhin läuft's hier. Ja, was soll ich denn sagen? Ich habe 2004, 2005 mit Shootern aufgehört. 2004, ja. Das war's. Bisschen COD probiert 2020. Aber das kannst du ganz vergessen. Ich hab's total gefeiert eigentlich, denn ich mag einfach dieses stupide Spawnen und Töten. Deathmatch oder Deathmatch oder Free for All. Einfach spawnen, rumlaufen und Piu Piu, das Bam Bam. Das fand ich eigentlich cool. Aber null Chance halt, ne? Bevor ich überhaupt aimen konnte, war ich tot. Aber nicht schlimm. Nicht schlimm. Ich mag es ganz schön nicht, wenn man eine beste Waffenfleisch hat. Ich bin ein Kind der Arena. Ja, same. Same, same. Da ist mal rumgelaufen, hat die Waffen aufgesammelt und hat dann Map Control gehabt oder so. Waffen aufsammeln, Rüstung aufsammeln, Health einsammeln. Klar, ich auch. Also Quake 3 war ist für mich das beste Spiel, was es auf der ganzen Welt gibt. Also Quake 3 habe ich geliebt, vergöttert, gespielt, wie so richtig krass. Noch besser als World of Warcraft. Quake's Real Arena. Also das, also gigantisch. Natürlich habe ich auch 2 und 1 gespielt. Ab 2 online, auch mit dem Grappling Hook und 3 war für mich gigantisch. Meinst du, dass man gar nicht aimen muss? Okay. Ja, das sehen wir mal. Ich hab ja noch nie Battlefield gespielt. Also das wäre halt mein Einstieg ins Battlefield-Universum, sag ich mal. Okay, er ist restauriert. Komm und hol den Kompetitioner ab, wenn du... Oh, F40. Geil. In 400 Metern rechts abbiegen. Beta ein bisschen gespielt, die war ziemlich laggy. Rechts abbiegen. Also theoretisch... Achso, nee, das ist ja das gleiche. Ich kann nicht gleichzeitig auf der Xbox und auf dem PC dann zocken. Okay, das ist der gleiche Account. Also das mit diesem Level-System ist halt irgendwie... Jetzt in jedem Spiel. Ist auch selbst sogar hier. Ich kann sogar hier leveln. Ihr merkt, ich kann in einem Auto dann leveln. Also ich muss sagen, das Free for All und das Deathmatch von COD fand ich schon okay. So ein CTF, was du schreibst, haben wir ein bisschen gespielt, aber CTF war nicht immer so geil. Zwischendurch hat es mir Spaß gemacht, aber irgendwo wurde das mit der Zeit irgendwie doof, keine Ahnung. Team Deathmatch haben wir gespielt, wir hatten hier einen eigenen Clan, wir hatten hier damals den Gex-Clan. Den Gex-Clan, der existierte von 99 bis 2004. Er streckte sich von Quake 3 über UT99 zu Counter-Strike, Counter-Strike 1.6 und dann später UT 2004. Ja, das ist ja das. Es ist halt nicht mehr fair dann, ne? Ist ja klar, dass es nicht mehr fair ist. Aber wenn einer, der alle Teile COD gespielt hat, mich mit einer Waffe macht, die, wenn mich derjenige mit einer Waffe anvisiert und losschießt, tötet er mich trotzdem vorher, weil er halt mehr Skill hat. Und ich könnte mit einer voll equippen Waffe, hätte gar keine Chance, würde einfach daneben schießen. Weißt du?
Achso, das Mikrofon ist geladen. Ja, ich will noch Pardon COD zocken oder solche. Ich mein. Mal gucken. Why not? Jetzt habe ich das Ladekabel weggetan. Anstatt des. Das Mikrofon ist andere. Ich muss meine Uhr zum Laden tun. Und ich drücke immer Windows-Taste, weil ich raustern will, aber bin mir sicher gar nicht. Okay, lädt 8%. Gut. ASMD ist die Waffe dort. Ich fand halt die Railgun sehr geil. Und die Railgun in Quake und die Lightning Gun in UT. War ja beides so eine Sniper. Statue am Mittag. Okay, schauen wir mal in El Arco de Cabo San Lucas, ob die Landschaft zum Buch passt. Schaffst du es dahin? Also schnell? Du kannst Gedanken lesen. Ui, ist das Sicht mit dem? Oh, habt ihr die Steine gesehen? The fuck? Was zum Teufel? Ja, jetzt, als OT 99 draußen war, gab es halt ein Quake. Und neben Quake hatte bei mir nichts eine Chance. Nur Quake gespielt. Ich hatte auch bei mir zu Hause im Keller halt LAN-Partys. Auch sogar 2 Wochen. Wir haben 2 Wochen kein Tageslicht gesehen. Nach 2 Wochen Tageslicht gehst du raus und blindest erstmal für ein paar Sekunden. Party gemacht, LAN-Party, damals im Gags-Keller. Und es hat mich sogar jemand auf Twitch gefunden von damals, der bei mir sogar war. Damals. Im berühmten Gags-Keller. Wir waren ungefähr 120 Mitglieder, eine Zeit lang. Und einige haben OT gespielt, die anderen Counter-Strike. Ich habe nur Quake gespielt. Gab verschiedene Offiziere oder Leader. Ich war nur Quake 3 und der ganze Clan war der Hesagex-Clan. Da gab es halt OT-Leader und CS-Leader. War cool. Haben sie auch Clan-Dinger gemacht. Clan-Wars, wie das dann hieß. Sonne über den Pazifik hinausblickt. Was erzählt die da? Der Xoffen oder was? Ach so, ich hab's nicht gesehen. Okay. Arena. Arena-Mode-Wahl. Krass. Da hast du alle Waffen gehabt und bist auch immer Rocket Jump hast du genutzt, weil der Rocket Jump. Du hast dann keinen Schaden genommen. Ich hab ja gesagt, das ist der beste Ort in Molechel. Komm, ich habe jetzt nicht gepeilt, dass die Strecke. Oder? 2 Sterne vielleicht. Einer wäre halt schon lame. Du uns zum Strand, bevor die Sonne untergeht? Du meinst vor der Sonne fliehen? Ja, das schaffe ich schon. Erst recht mit einer extra Portion Tres Leches Kuchen. Achso, wir haben es nicht geschafft, oder was?